Kim, Kim, beeilst du dich bitte? Hi. Hallo. Das Ganze mit dir. Na, dann geh schnell. Hallo? Kim? Machst du mal auf? Kim, bitte. Ich muss auf die Toilette. Kim? Kim, alles gut bei dir? Was? Kim, mach die. Kim? Oh, das glaub ich nicht. Jetzt. Oh nein. Oh Gott. Oh Gott. Mäuschen. Was machst du denn für Sachen? Oh Gott, Kim, was hast du gemacht? Oh, der bringt das hin. Warte, 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 warte. Klinik am Südring, die Familienhelfer. Nicole Walter ruft sofort einen Rettungswagen für ihre Tochter Kim. Die Kopfverletzung sieht ernst aus. Doch für die besorgte Mutter stellt sich vor allem die Frage, warum die Neunjährige überhaupt alleine in die viel zu heiße Badewanne gestiegen ist. Was ist dir denn passiert? Ja, ich bin ausgerutscht und aus Versehen mit dem Kopf aufgeknallt an der Badewanne-Kante. Wir haben sie jetzt gerade gefunden. Ich fühle jetzt einmal, ob du noch... Hier tut das auch weh. Ist nichts Blut. Wo bist du denn hingefallen? Auf Fliesenteppich? Nee, in der Badewanne oder an der Badewanne. Das ist so eine Kante und da ist sie wahrscheinlich dann dagegen. Sie hat sich auch eingeschlossen und das Bad war voller Nebel. Also ja. Das Wasser. Das Badezimmer war voll Nebel. Ja, das Badewasser war so voll. So ein bisschen Wasser nur drin. Kochen eigentlich für mich schon kochend heiß. Okay. Ich verstehe überhaupt nicht, warum sie das machen konnte. Also keine Ahnung. Vielleicht. Warum hast du das denn gemacht? Was hat sich Kim denn dabei gedacht? Mit den ganzen Anziehsachen ins kochend heiße Wasser sich einfach reinzulegen. Der ganze Wasserdampf, das ganze Bad war voll. Was denkt sie sich denn dabei? Da würden wir sie dann jetzt einmal mitnehmen. Sonst ist okay. Und ja, also es ist jetzt hier sonst nichts weiteres feststellbar. Wolltest du einfach nur viel zu warm baden? Nein. Mäuschen? Irgendwas muss ja sein. Ich weiß auch nicht mehr weiter. Sie provoziert momentan doch. Im Moment eine etwas schwierige Phase. Mein Mann ist jetzt gerade nicht da und jetzt hängt alles so ein bisschen an mir. Und okay. Sie mäkelt an ihrem Essen rum. Ihr Lieblingskleid hat sie zerschnitten. Also eine große Unzufriedenheit im Moment. Hm? Ich habe im Moment überhaupt keine Ahnung. Da Kims Mama uns mitteilte, dass Kim derzeit sehr rebellisch ist und sich auflehnt und sie einfach nicht mehr weiter wisse. Und jetzt auch noch der Fall von Eigengefährdung hinzugekommen ist, haben wir dann dazu geraten, einmal einen Familientherapeuten zu Hilfe zu nehmen. Die Untersuchung in der Klinik am Südring wenig später ergibt, dass Kim außer der Platzwunde nichts fehlt. Mutter Nicole bekommt bei der Gelegenheit Kontakt zu Sabine Decker. Die Familienhelferin hat bereits 2 Tage später Zeit für einen Hausbesuch bei Familie Walter. Hallo Maus, guck mal hier. Ich habe extra deine Kekse gebacken. Möchtest du einen? Nein. Wie? Nein. Nein. Du kannst deine Kekse selber essen. Na, vielen Dank auch. Also so. Was ist das für ein Ton, sag mal? Verstehe ich nicht. Du räumst es dann bitte aber auch weg, ja? Ja, ja, keine Sorge. Ich fange jetzt an, ne? Also. Ja. Willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch nur ganz schnell meine Terrabandroutine. Als die Familienhelferin eintrifft, um Kim kennenzulernen, bekommt sie zunächst einen sehr positiven Eindruck von dem Mädchen. Umso überraschter ist die Expertin, als sie hört, was Mutter Nicole über das neueste Benehmen ihrer jüngeren Tochter berichtet. Käffchen? Ja, gerne. Und Kim, du hast. Ach, du guckst der Schwester zu. Ja, das ist spannend, was sie da macht. Ja? Was macht die denn da eigentlich? Sport. Sport? Ah, okay, das ist ja wichtig.
Ich bin heute hier, weil Familie Walter mich zur Hilfe gerufen hat. Ihre 9-jährige Tochter Kim verhält sich in letzter Zeit sehr provokativ. Das gipfelte damit, dass sie eine ganz komische Aktion gemacht hat und sich offenbar selber eine Sauna basteln wollte im Badezimmer. Bei der hat sie sich wirklich selber in Gefahr gebracht. Es gab noch diverse andere auffällige Aktionen in letzter Zeit. Die Mutter wusste sich einfach keinen Rat mehr und hat mich zur Hilfe gerufen. Sie ist so das kleine Problemkind gerade. Ja. Sie ist aufmüpfig und provoziert mich in einer Tour. Ich habe jetzt sogar ihre Lieblingskekse gebacken. Selbst die will sie nicht. Will sie nicht essen? Nee, nicht wirklich. Keine Ahnung. Als ich Kim dann kennengelernt habe, dachte ich, oh, das ist ein ganz süßes, offenes, freundliches Mädchen mit einer ganz süßen, großen Schwester. Die zwei machten einen sehr netten Eindruck zusammen. Und ja, ich war erst mal gespannt darauf, sie näher kennenzulernen, um nachzuvollziehen, was eigentlich los ist. Machen wir da mal ein Fitness-Shake, ne? Denkt ihr dran, dass der Kuchen noch hier ist? Den habe ich extra für euch dann gemacht. Ja, aber ich mache mir einen Shake. Ich brauche das Abendtraining. Aber nur ein bisschen, ja? Finja, mach ihr bitte bloß einen halben rein. Worum geht's jetzt? Eiweiß-Shake. Eiweiß-Shake, weil sie macht jetzt ein kleines Fitnessprogramm und die Kleine auch schon mit? Ja, sie will etwas mit eifern. Okay. So begeistert bin ich nicht davon, aber wir essen eben halt. Ganz normal. Ja, also okay. Es ist jetzt nicht, dass es jetzt übertrieben wird. Deswegen sage ich jetzt nicht gerade nein. Die beiden Schwestern haben sich dann in die Küche zurückgezogen und haben statt der angebotenen Kekse lieber einen Eiweißshake getrunken, was natürlich für eine 9-Jährige keine gute Ernährungsform ist. Ich habe das dann erstmal so verstanden, dass ich dachte, weil die große Schwester sehr fitnessinteressiert ist, sehr viel Sport macht und so, dass die Kleine ihr einfach nacheifern will und deswegen das ein bisschen nachplappert und sagt, sie will auch nichts Süßes mehr essen. Hätte sein können, hätte aber die anderen Aktionen eigentlich nicht richtig erklärt. Kim, sag mal, kannst du eigentlich solche Übungen auch, wie deine Schwester eben gemacht hat? Ich habe gesehen, du hast das dir schon so ein bisschen abgeguckt, ne? Ja. Hör mal, willst du denn eigentlich auch mal später so Videos drehen, wenn du größer bist? Auf jeden Fall, das ist richtig cool. Ehrlich? Ja. Hast du auch schon mal ausprobiert, so Videos zu machen? Nein, noch nicht richtig. Noch nicht so richtig, aber du weißt eigentlich, wie es geht. Weißt du, was ich sagen würde? Wir fragen einfach mal die Finja, ob wir uns mal das Handy ausleihen dürfen. Und dann gehen wir zwei mal raus und drehen mal so ein Fitnessvideo. Ja. Sollen wir das mal machen? Ja. Was brauchst du denn dafür? Ich brauche die Matte hier. Die Matte, okay. Ich bin dann auf die Idee gekommen, die Kim zu animieren, so ein Fitnessvideo mit mir mal zu drehen, also mir zu zeigen, wie sie das macht. Erstens wollte ich gerne mit ihr mal kurz unter vier Augen sein. Zweitens wollte ich mir genau angucken, was ist so ihre Motivation, die dahinter steckt? Sollen wir uns mal so einen Keks mit rausnehmen zur Stärkung? Nein. Die hat die Mama extra gebacken, hat sie gesagt. Kein. Ich probiere die mal. Die sind mal lecker. Hör mal, ist aber schade, dass ihr die nicht ihre Lieblingskekse, aber die wollt sie eben. Wollt sie nicht mehr? Nein, ich will die nicht. Die schmecken mir nicht mehr. Schmecken die nicht mehr? Also mir schmecken die gut. Mir nicht. Na ja, gut. Okay, komm, wir gehen mal Video drehen, ne? Für ein 9-jähriges Mädchen hat die Kim natürlich echt eine riesengroße Motivation. Keine Kekse mehr essen, keine Süßigkeiten, stattdessen Eiweißdrinks trinken, Sport machen, Fitnessvideos aufnehmen. Also nur um der großen Schwester nachzueifern, war das echt schon verdammt viel an Motivation. Da musste eigentlich noch was anderes hinterstecken. Und wie sich dann rausstellte, war das ja wirklich ein sehr belastendes Geheimnis, was der eigentliche Grund war. Wie würdest du das machen? Also, ich würde jetzt erstmal Hallo sagen. Hallo, meine lieben Leute, heute drehe ich ein neues Video von mir. Ich bin Kim Walter und ich möchte mit diesem Video erreichen, dass alle eine gute Figur haben. Für die erste Übung werde ich gegen einen schwabbeligen Bauch etwas machen. Und dafür legt ihr euch einfach auf den Rücken und macht Sit-Ups. Mensch, du bist ja voll Profi. Boah. Und dann würde ich dann damit noch gegen einen schwabbeligen Bauch noch mal den Ball in eine breite Stellung und dann den Ball auf den Boden werfen. Mensch, du machst das ja irre gut. So, was kommt jetzt? Jetzt mache ich etwas gegen schwabbelige Oberarme und dafür machen wir die Hand nach oben und nach unten. Oh, da kennst du dich so mit aus. Ja. Boah. Ja, Mann, aber ich meine, du brauchst die Übungen ja alle überhaupt nicht. Warum machst du dir jetzt schon diese ganze Mühe mit diesen ganzen Übungen? Ich meine, du bist so super dünn, du hast so eine tolle Figur. Warum brauchst du solche Übungen? Hast du denn einen schwabbeligen Bauch? Ja. Nein, du hast doch keinen schwabbeligen Bauch. An dir ist ja nichts dran. Klar. Was?
Ach, Mensch, aber Mäuschen, was machst du denn? Du bist doch nicht dick, gar wie nicht. Um Gottes Willen. Wie kommst Mäuschen. Du denn auf die Idee, dass du zu dick bist, Kim? Ich zeig's euch. Och, mach doch keine. Was? Was kommt denn jetzt? Keine Ahnung. Zu meinem großen Erstaunen stellt er sich raus, dass tatsächlich Kim ihren Körper mit diesen Übungen verändern möchte. Sie möchte gar nicht unbedingt nur der Großen nacheifern und sie möchte auch nicht die Mutter provozieren, sondern, wie sich herausstellte, findet sie sich tatsächlich zu dick. Das ist doch das Fahrrad, was bei deiner Freundin steht eigentlich. Was ist das? Ist das dein Fahrrad? Oh, was ist das? Ich habe eine Testfahrt gemacht und dann ist es mit seinem Herz zusammengebrochen. Und die Nachbarkinder haben mich ausgelacht und meinten, dass ich zu dick wäre. Oh, du bist nein. Nicht so dick, überhaupt nicht. Ach, das gibt's doch nicht. Kein bisschen. Und du denkst, du warst zu dick, deswegen wäre das Fahrrad kaputt gegangen? Oh, nee. Das kann doch nicht wahr sein. Weißt du was? Ich glaube, das Fahrrad, das ist doch nicht kaputt. Das wird doch nur da reingesteckt. Wir hatten das zusammengebaut. Mit dem müssen wir mal schimpfen. Weißt du was? Das ist einfach nur total falsch zusammengebaut gewesen. Das muss hier richtig festgeschraubt werden. Jetzt im Nachhinein verstehen wir natürlich Kims Verhalten ganz anders. Sie hat sich völlig zu Unrecht für zu dick gehalten. Und die ganzen komischen Auffälligkeiten, die sie in letzter Zeit gezeigt hat, waren nicht nur Versuche, die Schwester zu imitieren, sondern waren tatsächlich Versuche, abzunehmen. Diese Sauna, die sie sich da selber gebastelt hat, nachdem sie nicht in die wirkliche Sauna mit rein durfte, war ein Versuch, abzunehmen. Das Kleid hat sie zerschnitten, weil sie sich darin zu dick fühlte. Das hatte alles damit zu tun, mit diesem Irrglauben, auf den sie verfallen war, seit die Sache mit dem Fahrrad leider passiert ist. Lass dir von den anderen nichts einreden. Und mit dem ganzen Sport, solange das Spaß macht, ist das super. Und wenn du das mit der Schwester zusammen machst, dann ist das ein tolles Hobby und das ist ja auch gesund. Aber zum Abnehmen brauchst du das überhaupt nicht und deine Schwester auch nicht. Fühlt euch einfach so wohl, wie ihr seid. Und so einen leckeren Keks, wenn die Mama den backt, dann muss man den doch auch mal essen dürfen. Wir hatten so eine liebe Mama, die so was Leckeres backt. Versprichst du mir das? Ja. Dass du da demnächst wieder Spaß dran hast? Das Thema Figur ist natürlich schon in den jungen Jahren bei Mädchen ein ganz großes Thema. Alle reden davon und die Medien, dadurch entsteht natürlich ein sehr großer sozialer Druck. Es ist ganz wichtig, dass im Elternhaus vorgelebt wird, das Thema nicht zu wichtig zu nehmen. Und auch in der Pubertätszeit sollte man Kindern vorleben, dass es wichtigere Themen gibt als das. Einfach damit die Beschäftigung damit nicht überhand nimmt. Kim hat eingesehen, dass sie nicht zu dick ist. Nach einigen weiteren Besuchen von Familientherapeutin Sabine Decker hat sie zu ihrem alten Selbstbewusstsein zurückgefunden. Seitdem gibt es auch keine außergewöhnlichen Konflikte mehr zwischen dem Mädchen und seiner Mutter.